Holger Kelch setzt ein Zeichen mit seiner Unterschrift gegen die Kreisgebietsreform. Der CDU-Mann ist Mitbegründer der Initiative Bürgernähe erhalten, Kreisreform stoppen. Als Oberbürgermeister liegt ihm die Kreisfreiheit der Stadt besonders am Herzen. Wir sind die größte Stadt zwischen dem Großraum Berlin und dem Großraum Dresden. Wir sind, ich sage mal, für die Lausitz eine kleine Hauptstadt. Damit haben wir eine Verantwortung für die Region, aber natürlich auch für uns selbst. Und wir sind Universitätsstadt, wir müssen eine Ausstrahlung haben. Und das können wir am besten in der Form einer kreisfreien Stadt, indem wir über viele Dinge selbst entscheiden können. Die Landesregierung will mit der Kreisgebietsreform vor allem Geld sparen. Größere Kreise bedeuten weniger Verwaltungseinheiten. Die meisten sehen in so einer großen Veränderung jedoch nur Nachteile. Solche Verwaltungsstrukturreformen im Allgemeinen keinen besonderen Effekt haben. Na, es ist so gut gegangen bisher, dass man sagen kann, es wäre ein Verbrechen, das zu ändern. Mir ist das egal, ja. Ja, warum ist das egal? Also, ändert sich ja doch nichts, ja. Weil mir der Großkreis ungeheuer ist, muss ich ehrlich sagen. Warum eigentlich eine bewährte Struktur kaputt machen? Niemand hat das Ergebnis dafür. Man möchte Geld sparen, das glaube ich nicht. Jede Struktur hat bisher sehr, sehr viel Geld verschwunden, nie welches gespart. Darum bin ich dagegen. Wer sich gegen die Reform stellen will, kann jetzt handeln. 20.000 Unterschriften sollen her. Dann wird die Volksinitiative dem Landtag vorgelegt. Es folgt eine Abstimmung. Lehnt dieser ab, folgt innerhalb von 3 Monaten das Volksbegehren. Danach sind 80.000 Unterschriften notwendig. In der letzten Runde kann es zum Volksentscheid kommen. Das Ziel der Initiative ist klar: die Kreisgebietsreform stoppen, bevor sie 2019 in Kraft treten kann.